Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch dieses Pferde-Add-on Pack in der Endfassung vorstellen. Wir kaufen uns erstmal, oder ich zeige euch erstmal alles, was jetzt noch dazugekommen ist. Es ist jetzt nicht viel. Wo haben wir das gute Stück? Hier ist das Pack. Wir haben jetzt eine Pferdekutsche kurz. Auch ausrüstbar und Plattform. Mulde. Plattform. Fass habe ich jetzt weggelassen hier. Hier ist die lange Version. Plattform, Mulde, Passwagen, Plattform. Da kaufen wir es auch gleich mal. Plattform. Moment, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte ja noch mir meinen Spawnpunkt hier setzen. So, Plattform, Mulde. Dann von diesem Teil Plattform, Mulde, Passwagen. Ah, so, genau. Hier ist jetzt ein Gerätevorwagen noch dazugekommen. Ein Vorwagen wird benötigt als Bindeglied zwischen Pferd und Zusatzwerkzeug für die Feldbearbeitung. Das gute Stück sieht so aus. Wollen wir uns auch mal. So, und jetzt habe ich einfach mal, weil ich, warum was neu bauen, wenn es sowieso schon gibt. Jetzt habe ich einfach die kleinen Geräte aus dem Hauptspiel genommen, habe die ein bisschen umgemottet. Zum Beispiel einen Tiefenlockerer. Die passen natürlich dann auch nur noch ans Pferd dran, an den Vorwagen. Ein kleiner Flug. Scheibenecke. Hier ist natürlich das Baumholzrückewerkzeug nochmal. Hier ist das Sattel. Und hier ist der Sattelbock. Den habe ich ja auch schon mal gezeigt, kurz angeschnitten im Video. T-Shirt hat alles schief hingestellt, der Blödmann. Okay. Aber wir machen mal die Pferdbörsen an sich raus. Kann man besser arbeiten. Pferd habe ich mir schon mal gekauft. Auch schon rausgestellt. Jetzt könnt ihr endlich eure Pferde satteln, was ja bisher nicht möglich war. Zum Pack, das ist jetzt erstmal die fertige Version. Die kommt, heute haben wir Donnerstag, die werde ich schon morgen im Laufe des Nachmittags oder Abends rausbringen, releasen. Jetzt habe ich eigentlich alles schon mal gezeigt mit den ganzen Kutschen hier, mit den. Man muss natürlich bedenken, das Pferd ist kein Traktor. Deswegen ist die Bewegung und alles nicht so, wie soll ich sagen, nicht so optimal, wie es eigentlich sein sollte. Aber das ist halt spieltechnisch bedingt. Ich sehe hier gerade noch was, was eigentlich nicht sein sollte. Muss ich noch beheben. Dieser Kutsche. Es ist ja, das Pferd hat halt nur einen kleinen Drehpunkt, wo eigentlich der Anhänger dranhängt. Darum kann man eigentlich einfach den Hänger, die Kutsche so rumziehen. Es ist halt spieltechnisch bedingt und lässt sich auch nicht anders lösen. Weil es ja kein, wie gesagt, kein Traktor, man kann keinen Attacher hinten dran machen hier. Ich kann ja dem Pferd nichts in den Hintern stecken, dass es dann sich dreht, wie es eigentlich üblich ist bei Traktoren. Hier mal eine Anhängkupplung hinten dran. Das geht halt hier nicht in dem Fall. Ohoho, das war zu schnell. Na gut, die Kutschen habe ich ja schon mal vorgestellt, was man damit alles machen kann. Aber vielleicht hat jemand das Video noch nicht gesehen, das alte. Deswegen zeige ich es nochmal hier.
Hier ist halt alles, diese Kutsche ist halt verballen. Die Plattform ist halt verballen gedacht. Oder Objekte. Hier sind auch kleine Ösen dran für Spanngurte. In dem Fall Spannstricke, Seile. Ich muss jetzt auch erstmal das Kutschenprojekt abschließen. Man könnte jetzt noch so viel Zeug bauen. Aber das kann man im Nachhinein auch noch machen, wenn es erforderlich wäre. Ich kann einfach im Moment das ganze Kutschenzeug nicht mehr sehen. Das ist einfach so. Da muss man dann mal entweder eine Pause machen, Cut und was Neues bauen oder und dann kommt irgendwann wieder mal die Lust vielleicht. Ideen habe ich noch viele, aber es ist halt im Moment. Ich will ja das andere Projekt noch anfangen, was noch für die Map sein soll. Jetzt hat er natürlich alles ein bisschen doof hier hingemacht. Jetzt muss ich mal kurz cheaten. Ein bisschen blöd jetzt gewesen, weil er das so hingepackt hat, so schief. So, ne, können wir ja gleich noch mal weitermachen. Ich verstehe auch nicht, normalerweise packt er das, hat er es mir mal schön hingepackt hier. Aber es spawnt anscheinend so, wie man steht. Ach, das ist immer. Okay, super Stärke raus. Na komm, aufs Pferd drauf. Ja. So, es ist halt so ein kleiner Vorwagen, wo dann die ganzen Geräte dran passen. Man könnte halt, wie gesagt, noch so viele Sachen bauen, aber da ist es fast am Ende, ob das sich alles noch so rentiert. Ihr habt da die Möglichkeit mit diesem Vorwagen, der hat so ein Attach halt dran. Und die Geräte macht ihr aber nicht wie bei einem normalen Traktor. Die könnt ihr mit Mauskontrol hoch und runter fahren. So. So. Halt. Zum Beispiel sieht man auch bei den Pferden, die Pferde sind eigentlich nicht geeignet für was dran zu hängen. Das sieht man schon hinten, wie alles synchronisiert wird, diese ganzen Bewegungen. Wenn man zum Beispiel schnell reitet, wackelt das hinten alles rum. Manchmal hängt es auch kurz. Ist halt nicht wie, Pferd ist halt kein Traktor. Es ist eigentlich nicht dafür ausgelegt. Ich will euch das einfach jetzt mal kurz demonstrieren, wie diese Geräte funktionieren, dass es funktioniert überhaupt. Also ich persönlich würde mir nicht die Arbeit machen, mit dem Pferd zu ackern, das wäre mir viel zu anstrengend. Aber vielleicht hat ja einer Lust drauf. Hier gibt es ja auch keinen Helfer. Tut dann einfach mit dem Pferd ackern. Bisschen schwierig. Ist sehr langweilig. Ist mehr Fun, würde ich sagen. Gibt vielleicht ein paar Verrückte unter euch, die das gern machen, die das Spaß macht. Und wie gesagt, die Möglichkeit hinterherzulaufen hinterm Pflug oder oder neben dem Pferd oder das Pferd zu führen, gibt es halt leider nicht. Das wäre alles machbar, wenn man das Pferd als Vehikel machen könnte, aber das Pferd ist nun mal leider kein Vehikel. Darum ist das Add-on-Pack auch nur für die Hofbergmann-Map gedacht, weil da das Pferd etwas, die XML vom Pferd etwas angepasst wurde. Dass es überhaupt möglich ist.
Ihr seht, es ist halt sehr langweilig, aber ist halt auch ein kleiner Fun-Mod. War halt kein Fun-Mod, der blödsinnig ist, jetzt unreal oder so. Es ist halt, man sollte halt bedenken, es ist auch immer nur ein Spiel. Ich kann den Flug halt da hoch machen, da wird nicht mehr geflügt. Dieser Vorwagen dient halt auch gleichzeitig als kleiner Dolly. Ihr sehen könnt, ich zeige euch das mal, wenn ihr schnell reitet, hängt der Wagen voll hinterher. Das ist halt bedingt an der Physik des vom Pferd und vom Wagen. Also vom Spiel eigentlich. Und das ist halt das Pferd und kein Fahrzeug. Ich wollte euch noch mal ganz kurz was zeigen, was ihr noch machen könnt. Ich habe es mal mit eingebaut. Sieht zwar nicht so optimal aus, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche kleinen Wagen. Moment, jetzt war es gerade da. Vielleicht gibt es ja irgendwelche alten Anhänger als Mods, die ihr nutzen wollt und wollt die da hinten dranhängen vielleicht. Oder irgendwelche Gerätschaften. Da könnt ihr das einfach machen. Auch hier geht hoch und runter. Sieht natürlich dann nicht mehr so gut aus, weil sich die ganze Stange hier bewegt, die ganze Ackerschiene hier bewegt mit. Aber da könnt ihr auch mal im Notfall einen kleinen Anhänger rumziehen. Langeweile habt. Zeige ich euch schon mal ganz kurz die Geräte, was es denn alles gibt. Wie gesagt, es gibt die Kutsche, die kleine Kutsche, die kurze, gibt die lange Kutsche. Kann befüllt werden mit Fülltypen. Die Symbole stimmen nicht hier, dürften nicht richtig stimmen hier unten. Das ist keine Ahnung, warum Giants das alles einblendet. Ach so, weil es über Fülltyp-Kategorie geht und da. Zeigt das eh nicht richtig an. Ist ein Bug. Hier ist der Gerätevorwagen. Diese Sachen, diese Sachen, diese Sachen. Ach so, noch mal kurz zum Sattel abnehmen. Wo habe ich jetzt eigentlich den Sattelbock hin? Den habe ich doch auch gekauft, den Sattelbock. Wo ist denn der gelandet? Ich hatte doch einen Sattelbock gekauft. Da hatte ich den Sattelbock nicht gekauft. Wie gesagt, wie im letzten Video schon erwähnt, aber da das hier jetzt aktueller ist. Moment, ich mache die F1-Hilfe rein, da könnt ihr es mal sehen. Na komm her, wieder Controller-Tasten. So. Entladen. Y. Entladen. Wird der Sattel daneben gepackt. Nehmt ihr den Sattel. Könnt ihr draufpacken. Ach. Scheiß Kollision. Na komm. Das steht jetzt nur so da, weil das hat nicht, das könnt ihr ignorieren, diese Nachricht. Na, hängen wir halt den Sattel drauf. Gut, sieht nicht gerade schön aus. Komm. Das sieht doch perfekt aus. Könnt ihr einen Sattel da drauf packen. Das Pferd wieder reinstellen. Wundert euch nicht über den Namen, den hat Giant so verhunzt. Das hieß eigentlich anders. Was ich aber nicht erwähnen will, wie der hieß. So, wie gesagt, jetzt habt ihr das alles hier. Alles ist im Pack vorhanden.
was aber erstmal für einen Start braucht. Kann sein, es sind noch 3 Monate bis zum neuen LS. Vielleicht habe ich nach meinem anderen Projekt wieder Langeweile und weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich hatte noch die Idee von Leiternwagen hier. Also nicht mit Rädern drin, sondern ist aber dann nur ein rein optisches Element wäre das. Weil man kann es sowieso schon Heu hier aufladen. Hier muss ich nochmal die Dinger wegmachen. Die sind noch zu viel hier dran. Hier die, hier oben. Ein Fass für so ein kleines, ach ich weiß nicht, ein kleines Fass wollte ich jetzt noch machen. Mal sehen, vielleicht kommt das auch noch später. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es auch gar nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist gerade im Moment eine schwierige Phase mit dem LS. Man ist so kurz vorm Ende. Es ist so ein bisschen, man hat gar keine richtige Lust mehr auf den alten. Man versucht zwar noch irgendwas zu machen, weil es gibt ja, was will man sonst machen? Es gibt ja noch genug, die den alten LS spielen, dann vielleicht aber in der 25er draußen es auch noch spielen. Wie gesagt, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Morgen Release. Ja, morgen ist Freitag, morgen Release von dem Pack. Da könnt ihr endlich das mal selber testen und euch ein Bild machen. Also Release für alle wird es sein. Es war jetzt schon eine Woche intern im Test. So ein bisschen. Okay, da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Und liken und abonnieren nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten, ciao.